Willkommen bei meinem Livestream. Ich bin heute leider ohne meine Zimmerpflanze. Die Zimmerpflanze ist leider krank geworden. Ich warte gerade noch auf meinen Gast. Der hat sich leider ein paar Minuten verspätet. Der wurde von der Polizei aufgehalten auf dem Weg hierher. Aber war fast schon klar. Waste City und dann unterwegs sein und dann natürlich stadtbekannt sein mit den Autos und so. Da wird man ab und zu mal angehalten. Zeig mal deinen Führerschein! Ja. Zeig ihn mir jetzt! Und da ist er. Lass doch an, Bruder. Da ist er, der gute. Wie geht's dir? Ja, ich höre. Hier, Original, Berliner Original, seit Tag 1, Legende aus Berlin. Du machst ja so viel, Dicker. Deswegen habe ich auch so graue Haare. Ja, Bruder, aber egal. Du bist so George Clooney-Effekt, weißt du? Danke. Ja. Du bist ja auch viel fitter geworden, Bruder. Hast du gesehen, wie ich angerannt gekommen bin, oder? Ja, ich habe überlegt, so Masse ist nicht alles, wenn du schlägst. Du könntest ja auch mit Geschwindigkeit arbeiten. Hast du bei mir gesehen, meinst du? Ja, genau. Oder? Hast du dich immer geschämt, wenn es zu lange gedauert ja, hat? Ist okay, und dann krass. Du bist angekommen und dann war aber schon vorbei. So. Ja. Deswegen, ja. Nee, aber geht's du bist ja gut? Auch guter Kampfsportler. Hm? Ich? Nein. Nee, ich bin ein Tänzer. Schon. Ja, aber du kannst schon. Ich glaube so, man sieht schon eigentlich an den Händen, wenn du jemanden triffst im Leben und du siehst so sehr feminine Hände und er erzählt dir, er hat schon mit Krokodilen gekämpft, dann weißt du, es war ein Häschen. In dein scheiß Auge, ja, ich kipp mir über Maske, Bruder. Ach ja, stimmt. Sehr gute Gastfreundschaft, das ist A und O, wirklich. Bei Block kann ich euch ehrlich erzählen, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich ihn kennengelernt habe. Bei ihm bist du immer bestens aufgehoben. Das ist ein sehr, sehr guter Mensch. TK, du hast richtig zerschossen. Bitte guckt mal, mit diesen Lolli-Häschen. Weißt du, dass ich die Dinger liebe? Ich liebe diese die auch. Diese Weihnachtsmänner und Dings hier. 10er-Pakete, immer mehrere, damit ich die einfach abends immer reinballern kann. Stich für Adam. Ist es aber positiv gemeint oder werde ich Dings hier? Ich würde diese Auto-Experience haben, ja? Und L.A. hat mich geprägt. Da siehst du ja hier, guck. Ja. Valorider, Dings hier, bam, zack. Streetwise bestellt bei den Jungs, sind Leute aus L.A., die finanzieren sich ihr Leben und müssen dadurch nicht mehr Leute abknallen, dass ihr T-Shirts kauft. Oder können sich bessere Waffen leisten? Ja. Zerstört, ja. Vielleicht. Jetzt habe ich wieder schlechtes Gewissen. Viele Leute denken immer, wenn man über Hood und so redet, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin dort willkommen, denken die, ich meine das, weil ich jetzt, keine Ahnung, eine Mac-10 genommen habe, aus dem Auto geschossen habe und dem weiß ich was. Ich kann offen und ehrlich sagen, warum die mich so mögen. Ich bin dann nochmal hingegangen, ja, und habe mit so Mexikanern gechillt. In Soul Central, Blood in, Blood Out, die Leute werden das kennen. Hab dort so gechillt mit denen und von dem einen die Oma, so eine alte mexikanische Frau, die mich ständig angeguckt hat und nicht verstanden hat, warum ich so blaue Augen habe. Hm. Wirklich, die saß den ganzen Tag, die so. Hm. Blaue Augen und so, ja. Und dann habe ich mit ihr geredet, so ihr Enkel hat übersetzt und dann habe ich sie gefragt, so was ihr Traum so ist, ja. Und hat sie gesagt, weißt du was, ich lebe hier mein Leben lang, ich habe noch nie ein Hotelzimmer gesehen. Für uns was völlig Banales, Normales. Ich habe damals so eine richtig krasse Suite gehabt, weil Geld war damals so richtig gut. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich bin heute hier, nimm du den Schlüssel, geh mit deinem Mann, chillt einen Tag im Hotel, im Penthouse. Ja, das wollte sie nicht, dann haben die Enkel alle gesagt, komm Oma, mach. Dann sind die hingegangen, die ist heulend wiedergekommen, meinte, ihr Traum hat sich erfüllt, so, weißt du, das hat sie nicht verstanden. Und sowas bringt dich 7 Millionen Mal weiter, als aber wenn Bruder, ich dort einen auf Gangster gemacht original. Hätte. Ich habe den Hood Pass in New York, Queensbridge, da habe ich den Hood Pass bekommen von Capone. Der hat uns den Hood Pass gegeben und die waren ja auch alles Platz. Ja. Das sind ja alles Platz und der hat uns da direkt Hood Pass gegeben und wir konnten durch ganz New York rennen. Digga, es war sogar so, egal wo wir hingegangen sind, mit Yasha und Hamza damals, wir sind in irgendeine Straße in einen Kiosk gegangen und die, ihr seid die von Capone, oder? Und Digga, die hatten alle eine Knifte mit drin. Die hatten alle eine Knifte und die haben uns angesprochen. Irgendwelche fremden Leute sind mit Auto an uns vorbeigefahren, haben gehalten, seid ihr mit Capone und so unterwegs? Seid ihr die aus Deutschland? Wir sagen so, ja. Alle wussten es. Ja. Egal wo wir waren, die Leute wussten, dass wir von Capone sind und dass wir quasi machen können, was wir wollen. Ich war letztens bei Wonder Waffle, ich dachte, was ist hier passiert, Alter? Gab's hier Botox irgendwie to go bei Real, Alter, für 12 Euro. Bei Wonder Waffle, Botox to go. Schock war das, ja. Neben Hirntod, ja? Ja. Was ist so zurzeit so das Ding im Hip-Hop-Rap, was dich so ein bisschen so zeckt, wo du sagst, okay, krass, vielleicht auch was Neues. Hip-Hop? Ja. Deutscher? Also. Deutscher Hip-Hop? Ist es gerade ernst gemeinte Frage? Dann gar nichts, Bruder. Also, sorry, weil dann sage ich eher, der Markt ist vor 5 Jahren kaputt gegangen und ist von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Ja. Dann sage ich dir, von Jahr zu Jahr hat mich der deutsche Hip-Hop immer weniger interessiert, weil es immer schlechteren Output gab, immer mehr Output, aber qualitativ immer schlechteren, weil immer mehr 1:1 Kopien waren von den anderen Sachen, die funktioniert haben. Und das hat mir diesen ganzen Deutschrap so kaputt gemacht, dass ich aktiv aktuell gar kein Deutschrap hören kann, weil, Bruder, wen soll ich denn hören? Ich habe eine Vinyl von dir, weißt du, ne? Ja, welche? Roboblock.
Krassestes Cover ever. Richtig Klassiker, ja. Wa? Das ist sehr stark, Alter. Ja. Sehr stark. Noch nicht mal ausgepackt. Ja, für 4 Millionen Euro verkaufe ich es jemandem. Nein, nicht. Bruder, sowas wird es nicht verkauft. Machen wir uns nichts vor. Ich habe das ja getestet. Ich habe es dir ja mal gezeigt. Erinnerst du dich? Bei mir in der Werkstatt. Ich habe einen Kumpel gehabt, der schreibt für Künstler. Und wir haben einfach aus Jux und Dallerei mir einen Text. Also er hat mir gesagt, sag mir so. Dann hat er so Text geschrieben. Hab ich gesagt, nee, das ist scheiße. Schreib mal so. Und ich behaupte, auch wenn ich kein Rapper bin und nicht mal richtig Taktgefühl habe, war er besser als das meiste, was bei Modus Mio zu hören ist. Oder Modus Mio ist ja leider auch Vetternwirtschaftenliste. War Vero schon mal bei dir zu Gast? Ja, Vero war auch schon zu Gast. Vero top, Alter. Herzensmensch. Im Bundle Greatest Hits gibt es eine Machete dazu. Nee! Ja, gibt es die Machete noch Zeig dazu. Mal dann so, weißt du? So, also, weißt du, was ich meine? Wir überlegen uns ja trotzdem immer noch so Sachen. So, weißt du? Deswegen, guck mal, die ist hier so geschützt. Ja, okay. Bruder, damit du dich nicht schneidest. Bruder, ich muss am Mittwoch nach Dings hier, Texas. Ich brauche vorher ein bisschen Kohle. Kann ich mir die ausleihen, Alter? Ja. Zack, 2 Spätis und los geht's. Nein, Bruder, das ist jetzt im Garten Gras schneiden. Nein, Gras. Ja, natürlich, das ist ja. Grasschneider. Ja. Wir haben übrigens jetzt das erste interkontinentale Event. Also ein Kumpel von mir und ich helfe ihm dabei. Ist so ein Rennevent Race 1000. Das ist jetzt in Deutschland erfolgreich. Wir gehen jetzt nach Schweden dieses Jahr. Und wir haben schon eins in Amerika gemacht. Also gibt's kein anderen Event, außer natürlich so Formel 1, wo Milliarden sind. Aber ich rede von so aus dem Arsch rausgezogenes Ding. Sind wir die Ersten auf der Welt, die das gemacht haben. Ja, es gibt mal Stiche dafür. Dafür mal einen Applaus mit ein paar Stichen. Da sind diese Typen, die verkaufen, ne? Die haben so einen Verkaufsstand. Das war nicht normal, wie viele Maschinengewehre dort waren, ja? Ich sag so, ey, gib mir mal hier so eine Knarre, gib mir mal Waffen und das. Und die wurden richtig sauer, die meckern richtig, die sagen, sag nicht Waffen dazu. Ich sag, willst du mich verarschen? Wie heißen die denn sonst? Das sind Waffen. Er sagt, nein, das sind Self-Defense-Tools. Oh, Self-Defense-Tools. Also, das ist auch wieder Doppelmoral und sowas alles. Deswegen, wie du meintest, mit Machete ist für Gartenarbeit gedacht, in Berlin. Ja, trotzdem haben die Leute ja hier eine andere Beziehung zu den ganzen Waffen. Siehst du doch, wie sie dieses Jahr ausgerastet sind wegen Silvester, Alter. Für uns so hier, das ist ja normal, was da los war. Das war ja lächerlich. Ich schwör's dir. Wenn die in den 90ern gesehen hätten, was wir gemacht haben, dann wäre vorbei. Film, auch in Neukölln, machen die so einen Riesenfass. Ja, ja. Natürlich ist es hängen geblieben. So, ja, aber Bruder, ich sag dir mal ehrlich, zu der Zeit, wo wir aktiv damals unterwegs waren, 1. Mai-Sachen und sowas, Bruder, wie hat da komplett Kreuzberg ausgesehen? Komplett Wrangelkiez. Wie sah denn der Wrangelkiez danach aus? Digga, war nicht komplett Kriegsgebiet? Ja, haben da nicht 30 Autos gebrannt? Haben da nicht Polizeiautos gebrannt? Haben da nicht so Hundertschaften, die gekämpft, also richtig gekämpft? Natürlich. Und da rede ich von Kämpfen. Und jetzt kommt diese Hundertschaften, die nicht alle, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele von denen haben selber von Bekannten hier gekauft, damit man Schmerz nicht spürt und die haben sich richtig drauf gefreut auf 1. Mai. Geben ja heute viele nicht mehr zu von den Hundertschaften. Aber das war ja ein Geben und Nehmen in Berlin. Bruder. Das war ja sehr spontan heute. Ja, aber weißt du was, guck mal, ich verspreche dir, wir planen jetzt ein Ding, ich fliege jetzt nach Texas, ich werde wieder neue Geschichten mitbringen und dann bereite ich das auch mal ein bisschen vor. Also deine Geschichten waren an diesem Level zu Ende, wir haben komplett das ganze Leben gerade von Adam kennengelernt. Nein, habt ihr nicht. Bruder, das hast du gerade damit suggeriert. Ja. Okay, dann holen wir eine alte und eine neue und sowas alles. Ich will ganz schlimme Geschichten hier haben, Bruder. Dieser Kanal lebt nur von Gewalt, von Grausamkeit, von Unmenschlichkeit, von Verachtung und von Messerstichen. Ich mag das nicht so gewalttätig. Ich erzähl was Lustiges. Ich wurde mal nach dem Film Twister, der lief im Kino, ich war auf dem Rückweg vom Kino, als ich ihn geguckt habe, da wurde ich Leopoldplatz am Bein abgestochen von jemandem. Das war die lustige Geschichte? Ja, ich fand's lustig. Twister geguckt, weißt du, im Kino, wo diese Kuh fliegt bei diesem Tornado, Alter, und fahr zurück und jemand, mit dem ich mich gestritten habe, war so feiges von hinten angekommen, hat mir ins Bein gestochen. Und was ist danach passiert dann? Bitte erzähl dann. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen noch den Spannungsbogen halten. Ich war letztens bei Kaufland, läuft Frauenarzt, Dicker. Überkrass. Ja? So manche Leute sagen so, warum, aber ich find's überkrass. Wie weit hat der Typ Dr. Sex hat es so weit gebracht? Rako habe ich letztens gesehen bei Top Tier Takeover. Der hat mich erstmal nicht erkannt. Weil so abgenommen hast? Ja. Ultra krass. Aber ist doch ein Kompliment, Bruder. Das hätte mich ja richtig gefreut. Ich hoffe, das bleibt bei der Polizei und der Ex so. Wer will das haben in der Größe L, der schreibt jetzt in den Chat rein Zilla. Kleingeschrieben, also einfach nur Zilla rein in den Chat ballern und dann kommt ihr mit in das Auswahlverfahren rein. Wir sammeln jetzt erstmal kurz ein bisschen. Zilla, 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 genau so. Aber Zilla, kleingeschrieben, Bruder, wenn dein Handy Autokorrektur auf groß macht, dann wirst du nicht gezählt von dem Bot. Den schreib lieber nochmal zur Sicherheit, damit du die Möglichkeit hast. Und Marlon, du hast mit Z geschrieben, auch deine Autokorrektur ist auf kaputt gestellt.
Dankeschön, ja, ihr seid die Besten.